manche Sachen ey. Diese Vermutung ist sowas von falsch. Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von mir, beziehungsweise an alle, die mich noch nicht kennen. Hi, ich bin Hannah, beziehungsweise White Tulips. Das war jetzt vier, beziehungsweise, aber egal. Willkommen auf meinem Kanal, falls ihr mich noch nicht kennt. Ich bin Influencerin, ist eigentlich schon fast ein Schimpfwort gefüllt in dieser Welt. Ich bin Content Creator, bin auf YouTube unterwegs, auf Instagram aktiv, habe auch einen eigenen Blog, ich habe einen Newsletter, ich habe eigentlich 1000 soziale Plattformen, TikTok habe ich auch, natürlich. Und in diesem Video möchte ich über eure Vermutungen über Influencer sprechen. Ich habe euch da auf Instagram gefragt, ob ihr irgendwelche Vermutungen habt über Influencer generell oder auch über mich als Influencer, und darauf würde ich super gerne eingehen. Ich habe auch gesagt, dass ihr euch gar keinen Kopf machen müsst, da sind nämlich ein paar Sachen dabei, die jetzt nicht so mega nett waren. Aber ist kein Problem. Ich glaube, dass einfach diese ganze Influencer-Welt so ein krasses Mysterium bei vielen ist oder bei vielen halt so super negativ behaftet ist, was super, super schade ist. Ich möchte auch vorher sagen, man kann nicht alle Influencer über einen Kamm scheren, Leute. Weil Influencer sind ja eigentlich auch nur Leute, die halt Einfluss haben auf Social Media in gewisser Maßen. Das klingt auch schon wieder so doof. Ja, man kann nicht alle Influencer über einen Kamm scheren. Nicht jeder Influencer ist gleich. Nicht jeder Influencer arbeitet gleich. Das finde ich sehr, sehr wichtig zu beachten. Auch bei allem, was ich jetzt sagen werde. Das sind vielleicht Dinge aus meiner Perspektive, aber gelten natürlich nicht für jeden einzelnen Influencer. Ich würde sagen, wir fangen direkt an. Ich mache das Ganze seit knapp 5 Jahren. Ich mache das seit 2 oder 3 Jahren jetzt hauptberuflich. Bin auch eigentlich sehr happy mit meinem Job und gehe jetzt mal auf eure Vermutungen ein. Die erste Vermutung ist, die meisten Influencer-Freundschaften sind fake. Das ist halt wieder so schwer, so, ich kenne jetzt nicht alle Influencer, also die Influencer-Freundschaften, die ich habe, zum Beispiel zu Paula, Miss Bear Coquinelle oder zu Luisa Smiling oder zu Anne, Basic Couture, das sind auf jeden Fall keine Fake-Freundschaften, das sind echte Freundschaften. Luisa ist zum Beispiel inzwischen meine Nachbarin geworden, deswegen, ich kann diese Aussage so nicht bestätigen, meine Influencer-Freundschaften sind nicht fake, aber es kann schon sein, dass manche Influencer, ich weiß nicht, ob jetzt Fake-Freundschaft so das Richtige ist, ist vielleicht eine Freundschaft, die genutzt wird, um auf Social Media davon so zu profitieren oder so dazustehen als, das Influencer-Best-Friends-Couple, obwohl sie eigentlich nur so ein bisschen in Kontakt sind und Bekannte sind. Also es kann sein, dass es sehr, sehr überspitzt teilweise gezeigt wird, aber mir fällt jetzt per se jetzt auch kein Name ein oder so, und den würde ich sowieso nicht nennen. Influencer nerven ihre Freunde und Familie, weil sie ständig alles filmen und festhalten wollen. Schatz, möchtest du dazu was sagen? Ich glaube, viele ja, du nein. Viele ja. Stimme aus dem Off hat gesprochen. Ich muss sagen, es sind bestimmt Leute, vor allem wenn es halt so darum geht, dass man essen isst, dass die Leute das erstmal immer filmen und fotografieren wollen. Also ich persönlich mache das nie. Ich fotografiere eigentlich so gut wie nie mein Essen oder filme mein Essen. Oder wenn Freunde da sind, mache ich eigentlich auch nie eine Insta-Story, außer es sind Influencer zum Beispiel. Also zum Beispiel Luisa und Anne, wenn die da sind, mache ich schon Stories, weil ich halt einfach weiß, dass die ja eh selber tätig sind auf Social Media. Aber als Leute, die jetzt das nicht öffentlich machen, denen würde ich niemals mein Handy hinhalten und die so krass filmen. Also ich frage generell immer vorher, auch wenn die Person zum Beispiel auf YouTube oder so tätig ist, weil ich finde, das ist einfach eine Sache von Respekt. Und meine Eltern filmen mich eigentlich so gut wie nie, weil ich einfach auch finde, manche Sachen muss man nicht posten. Ich achte sehr, sehr stark darauf, dass einfach viele Dinge privat bleiben. Auch wenn es vielleicht nicht so aussieht, aber viele, viele Dinge sind bei mir privat. Die nächste Vermutung ist, Influencer bezahlen für ihre Reisen nicht, sondern bekommen Hotel und Restaurants gesponsert. Das denken, glaube ich, richtig, richtig viele. Also es ist durchaus so, dass es solche Kooperationen gibt, zum Beispiel mit den Tourism Boards von den verschiedenen Ländern. Da wird der Influencer dann eingeflogen, dem wird das Hotel und auch das Programm und so weiter bezahlt. Aber das sind eher die seltenen Formen, würde ich sagen. Das machen eher ganz, ganz große Influencer mit mehreren 100.000 Followern, die auch wirklich in dieser Reisenische drin sind. Da kann es schon mal sein. Aber es ist öfter so, dass ich sagen würde, dass zum Beispiel manche Hotels gesponsert sind für ein paar Nächte oder mal im Restaurant, dass da mal eine Kooperation besteht. Aber es ist selten so, dass die gesamte Reise gesponsert wird. Also Anreise muss man eigentlich fast immer selber zahlen. Also alle Urlaube, die ich dieses Jahr gemacht habe, waren alle selber bezahlt. Alle Flüge, alle Restaurants, alle Hotels von meinen Urlauben waren alle selber bezahlt. Aber es gibt durchaus Influencer, die mal ein Hotel oder ein Restaurantbesuch gesponsert bekommen. Es gibt da auch eine App, die heißt Freechly zum Beispiel. Die haben in ganz vielen Ländern in Europa, gibt es ganz viele so Angebote, wo man zum Beispiel im Gegenzug für eine Story, keine Ahnung, 20 Euro Gutschein fürs Restaurant oder so bekommt. Aber das variiert auch mit der Followerzahl und so. Also hier kann man auch wieder nichts Endgültiges sagen. Ich hatte schon viele tolle Hotelkooperationen, wo ich auch super, super dankbar für bin. Ich war in so schönen Hotels kostenlos und da kann ich immer gar nicht so dran glauben, dass das möglich ist. Aber ja, es ist nicht so, dass alle Reisen gesponsert werden. Ihr bekommt mehr Geld, als eure Follower denken. Das ist schwer zu sagen, weil ich weiß nicht, was meine Follower denken, wie viel Geld ich verdiene. Also ich bin relativ transparent, was sowas angeht.
angeht. Ich sage euch ja auch zum Beispiel, wie viel ich mit YouTube verdient habe. Letztes Jahr habe ich ein Video darüber gemacht. Das Thema ist, man darf als Influencer in den meisten Fällen vertraglich, rechtlich nicht sagen, wie viel man verdient hat. Also man kann nicht sagen, für diese Insta-Story, die ich euch jetzt gerade gezeigt habe, habe ich so und so viel Geld bekommen. Das dürfen wir einfach rechtlich nicht. Ich weiß nicht, wie viel ihr denkt. Ihr könnt ja gerne mal in die Kommentare schreiben, wie viel ihr denkt, dass ich pro Monat oder im Jahr verdiene. Und vielleicht kann ich da mal so ungefähr drauf eingehen. Aber wie gesagt, ich lebe hauptberuflich davon, also es reicht auf jeden Fall zum Leben für mich. Die nächste Vermutung ist, die Arbeit beginnt erst, wenn die Kooperationsprodukte angekommen sind und keine Büroarbeiten hat, sondern nur kreative Arbeiten. Diese Vermutung ist sowas von falsch. Das ist, glaube ich, eine Auffassung vom Beruf Influencer, dass das irgendwie nur mit Fotos machen zu tun hat. Leute, ungefähr 80-90% des Berufes eines Influencers sind vor dem Laptop sitzen. Und zwar E-Mails schreiben bis zum Umfallen, so viele Calls machen, Verträge durchlesen, Recherchearbeit machen, Konzepte erstellen. Jedes Posting, das online ist, muss dem Kunden vorher geschrieben werden. Das muss vorher bearbeitet werden mit Caption, mit Tags, mit Hashtags, mit allen möglichen kleinen Sachen. Es muss alles vorher dem Kunden geschickt werden. Also dahinter einer Kooperation stecken bestimmt 15 Schritte, die der Follower gar nicht sieht. Der Beruf Influencer beinhaltet unfassbar viel Bürokratie. Da man halt selbstständig ist, kommen dann solche Sachen dann natürlich noch dazu wie Rechnungen selber schreiben und sowas. Also das ist ja alles Dinge, die man in einem Angestelltenverhältnis meist nicht selber machen muss. Hat alles seine Vor- und Nachteile, aber nein, diese Vermutung ist leider nicht richtig. Meine Sachen, ey. Die nächste Vermutung ist, sie zeigen nur ihren Körper so, wie die Zuschauer es von ihnen erwarten. Auch das kommt total auf den Influencer drauf an. Also ich weiß gar nicht, was die Follower erwarten. Ich denke, dass allseits bekannt ist, dass Instagram Highlight Reel ist. Lustig, Instagram hat nämlich Highlights und Reels. Naja, ihr wisst, was ich meine, dass da quasi nur perfekte Bilder online sind und dass man sich von seiner besten Seite zeigen möchte. Ich glaube, das wissen wir alle. Das Thema ist, dass da oft halt auch gar nicht so die Influencer schuld dran sind, sondern man sieht es zum Beispiel, wenn ich mir meine Fotos angucke, da sind Fotos drauf auf meinem Account, die ich super schön finde, in coolen Outfits, coolen Locations, coole Momente, die dann zum Beispiel, sagen wir mal, 900 Likes haben und dann poste ich ein Bikini-Bild, wo meine Figur toll aussieht und ich knappere Sachen anhabe und das hat dann automatisch doppelt so viele Likes. So, das Ding ist, ja, der Influencer entscheidet, was er postet, aber die Community entscheidet, mit was sie interagiert. Und ganz, ganz oft machen Influencer super aufwendige Shootings, die gar nicht so belohnt werden, sage ich mal, weil sie einfach nicht so gut ankommen, wie jetzt zum Beispiel ein Spiegel-Selfie im Bikini oder so. Also das ist immer so ein bisschen schwer einzuschätzen. Es gibt ganz viele tolle Instagrammer, die auch ihren Körper anders zeigen und sagen, hey, so ist der Unterschied, gleicher Körper, aber andere Pose und so weiter. Zum Beispiel Namaste Hannah macht da ganz tollen Content für. Oder Jessie King. Also es gibt ganz viele tolle Influencer, die da auch entgegenwirken. Ich glaube, jeder ist für sich selber verantwortlich, was er konsumiert und wie er damit umgeht. Nächste Vermutung ist mal für mich persönlich, du hältst nicht viel von Events wie der Glow. Ich war einmal auf der Glow, ich glaube, das war letztes Jahr. Und sonst war ich noch nie auf der Glow. Also ich war da nicht als irgendwie Gast mit Panel und Fotoshooting oder was auch immer, sondern ich war mit einer Firma dort. Ich wurde quasi gebucht für den Tag, dass ich als Markengesicht für die Firma dort bin den ganzen Tag. Das war auf jeden Fall eine krasse Erfahrung. Die Glow hat ja eine relativ junge Zielgruppe. Und ich muss sagen, ich fand es anstrengender. Einerseits, weil es einfach super viele Menschen waren und ich das einfach nicht so gern mag, wenn so viele Menschen in einer Halle sind. Und es war unfassbar laut natürlich. Es war ganz viel rumgekreischt von den ganzen Kids, die ihre Idole getroffen haben, was ja total süß ist. Aber ich persönlich fand es unfassbar viele Eindrücke, viel Lärm, viele Menschen. Ich war ein bisschen überfordert. Deswegen, für mich persönlich ist das einfach nicht das Richtige. Aber ich glaube auch, dass meine Zielgruppe in meinem Alter sich nicht unbedingt auf der Glow rumtreibt. Deswegen bin ich ein Fan von eher kleineren Events, sehr intimen Events. Das finde ich persönlich einfach schöner. Promotions werden anfangs gekauft für mehr Erfolg. Also ich glaube, mit Promotions ist gemeint, dass man seine Bilder pusht. Also es gibt ja so, dass man quasi Instagram bezahlt, dass die Bilder bei anderen angezeigt werden. Ich glaube, das ist mit Promotions gemeint. Zumindest ist es bei Instagram. Ich habe mich gerade isch gesagt. Och, hör mal. Zumindest ist es bei Instagram so betitelt. Ich weiß es nicht. Also ich habe noch nie Promotions selber ausprobiert. Wenn ihr von mir irgendwo einen gesponserten Post seht, dann ist das nicht von mir persönlich gesponsert, sondern von einer Marke. Es ist öfter so, wenn man zum Beispiel Kooperationen hat. Zum Beispiel habe ich jetzt mit Vita Cola gearbeitet. Und die stecken dann nochmal ein Budget in dieses Advertising, dass quasi mein Post in meinem Namen, weil es ja mein Post ist, gepusht wird, damit noch mehr Leute diesen Post sehen. Aber ich persönlich habe da kein Geld reingesteckt. Um das mal so ein bisschen aufzuklären. Ich weiß nicht, ob sie was bringen, ob sie für mehr Erfolg gekauft werden. I don't know. Ich glaube, das muss jeder so für sich selber gucken, ob das überhaupt was bringt. Die nächste Vermutung ist, Influencer verkaufen ihre Kinder für Likes. Also ich meine, verkaufen ihre Kinder finde ich ein bisschen schwierig. Vielleicht nutzen ihre Kinder, ist besser ausgedrückt, aber gut. Ich bin keine Mami-Bloggerin, deswegen kann ich euch das nicht sagen. Durchaus ist diese ganze Mami-Blogger-Nische sehr stark gewachsen in den letzten Jahren, meiner Meinung nach. Also gefühlt auf Instagram ist gerade jeder schwanger, jeder hat auf einmal ein kleines, süßes Kind. Ich weiß nicht, ob
die das jetzt für ihre Likes muss. Ich finde, es muss auch jede Mama für sich selber entscheiden, ob man das Gesicht vom Kind im Internet zeigt. Da möchte ich nicht drüber urteilen, weil ich bin keine Mama, ich habe kein Kind. Aber durchaus ist die Mami-Schiene lukrativ. Eine nächste Vermutung ist, du fühlst dich oft unter Druck gesetzt, immer erreichbar zu sein und hast selten wirklich komplett freie Zeit. Und das ist wahr. Es ist halt für mich super schwierig, bei mir abzugrenzen, was ist Hobby, was macht mir Spaß, was ist mein Beruf, weil es bei mir alles so übereingeht und ich habe halt keine festen Arbeitszeiten, wo ich sage, okay, und jetzt ist vorbei, weil ich poste ja trotzdem zum Beispiel abends noch Stories oder antworte auf Kommentare oder auf Nachrichten und so weiter, was ja theoretisch zu meinem Beruf gehört. Das Ding ist halt, man hat halt einerseits den Druck, immer Content zu liefern, damit man nicht uninteressant oder unwichtig wird, einerseits für die Community, andererseits aber auch für den Algorithmus von Instagram. Da hat man ja auch immer so einen Zahlendruck, weil unser Einkommen und unser Job ist sehr, sehr dominiert von Zahlen. Wie viele Follower haben wir, wie ist unsere Engagement Rate, wie viele Likes haben wir, wie viele Kommentare haben wir, wie aktiv ist unsere Community, wie viele Storyviews haben wir. Das sind alles super wichtige Zahlen für uns und diese Zahlen müssen gut bleiben, weil jeder Tag, wo es schlecht ist, das zieht unser Einkommen leider runter und deswegen ist es so wichtig, dass die Community mit uns interagiert und wir mit der Community interagieren. Es wäre super toll, wenn ihr vielleicht ein bisschen darüber nachdenken könnt und sagen, okay, mit wem möchte ich wirklich interagieren? Kann ich mal einen Kommentar da lassen, weil das hilft der Person oder speichern oder reposten oder was auch immer ihr machen möchtet. Das hilft uns Influencern extrem viel, wenn ihr uns unterstützen möchtet. Wirklich komplett freie Zeit habe ich nicht wirklich. Ich arbeite jedes Wochenende, jeden Urlaub arbeite ich seit mehreren Jahren schon. Ich weiß nicht, ich glaube, das ist einfach ein Prozess, den man so lernen muss, dass man da so ein bisschen auf die Bremse drückt und guckt, dass es einem gut geht. Und da bin ich auch gerade dabei. Man macht gewisse Kooperationen nur wegen dem Geld. Das kann ich auch wieder nicht allgemein sagen. Aber ich bin mir sicher, dass es Influencer gibt, die eher so das Geld sehen. Das ist halt immer sehr, sehr schwierig. Man hat halt immer die Wahl. Möchte man das schnelle Geld, sage ich mal, haben oder ist einem das Vertrauen der Community und die Meinung der Community mehr wert? Weil oft ist es so, dass man manche Produkte super, super gut findet, aber genau weiß, die kommen bei der Community nicht gut an, aus den verschiedensten Gründen. Und da muss man eben sich überlegen, okay, lohnt es sich, dass ich die Kooperation trotzdem mache und manche damit unzufrieden sind oder was auch immer. Also es gibt tausend Gründe. Ich muss sagen, ich lehne mindestens die Hälfte, wenn nicht sogar drei Viertel aller Kooperationsanfragen ab, die ich bekomme und bin super, super selektiv, mit wem ich arbeite und wie ich mit demjenigen arbeite. Das muss jeder Influencer für sich selbst entscheiden. Also ich habe mir halt zum Beispiel gesagt, dass ich mit manchen Marken nicht zusammenarbeiten möchte, weil ich genau weiß, egal ob ich die Produkte kenne oder gut finde, dass diese Marken nicht gut ankommen bei meinen Followern und dass es mir einfach nicht wert, dass manche Leute dann sauer sind oder irgendwie da so ein Riesenthema draus machen, nur damit ich dann damit mein Geld verdiene. Dann haben wir noch eine Vermutung. Bei vielen Influencern hat man das Gefühl, dass sie nicht bzw. sehr wenig arbeiten und immer Freizeit haben. Auch das ist vermutlich wahr. Ich kann mir auch sehr, sehr gut vorstellen oder erklären, warum es so ist. Die meisten Influencer posten ja quasi unterhaltsame Dinge aus ihrem Leben, ob sie jetzt, keine Ahnung, gerade essen sind oder ihr Outfit zeigen oder was auch immer. Aber die wenigsten Influencer posten, dass sie zum Beispiel stundenlang vor dem Laptop sitzen. Warum auch? Es ist ja auch total langweilig für den Follower zu sehen, dass der Influencer ständig irgendwie nur am Telefon hängt, Sachen schreibt und tippt. So, das will ja keiner sehen, aber dadurch entsteht halt diese Illusion, dass Influencer nichts machen, außer Kaffee zu trinken und ein paar Selfies zu machen. Und es gibt bestimmt auch welche, die nur das machen. Ich für meinen Teil kann sagen, dass meine Arbeitstage zwischen 11 und 12 Stunden meistens lang sind und ich davon bestimmt 80% nur vor dem Laptop hänge. Also wenig glamourös. Aber wie gesagt, das kommt von Influencer zu Influencer unterschiedlich an. Ich verstehe, wie diese Illusion auftreten kann. Ich muss aber leider die Illusion zerstören, dass es nicht so ist. Und die letzte Vermutung ist, es gibt viele schwarze Schafe im Geschäft. Und ich würde sagen, dass diese Vermutung wahr ist. Ich glaube, in jedem Geschäft gibt es schwarze Schafe. Es gibt Leute, die unauthentisch sind. Es gibt Leute, die lieber das Geld wollen als das Vertrauen der Community. Es gibt Leute, die schnellen Erfolg wollen, schnelles Geld wollen. Aber ich glaube, dass es sie in jeder Industrie, in jeder Branche gibt. Und es ist eigentlich schon naiv zu glauben, dass jeder nach den Regeln spielt. Das ist ja wie, keine Ahnung, bei Olympia oder so, bei irgendwie bei Sportlern. Es wäre naiv zu glauben, dass da wirklich absolut jeder 100% ohne Doping oder irgendwas Besonderes zum Erfolg kommt oder was auch immer. Deswegen, ich glaube, es gibt überall auf der Welt schwarze Schafe und es ist Aufgabe der Firmen, aber auch Aufgabe von Kollegen, dass man das unterbindet. Das waren alle Vermutungen, auf die ich eingehen würde. Ihr lasst mir gerne in den Kommentaren eure Meinung zu dem Thema da. Würde mich super interessieren und wenn ihr Lust habt, könnt ihr mich gerne abonnieren. Dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder und bis dahin wünsche ich euch eine schöne Zeit.